Kannst du mich da jetzt gut sehen? Ich kann dich sehr gut sehen. Es nimmt auch schon auf, ne? Ja, ich habe. Ist da dieses kleine rote Ding? Ja. Okay. Hallo, hier ist Miss Elli, live vor der Sozialtherapeutischen Anstalt in Hamburg. Ich spiele heute ein Konzert im Knast. Das ist eine Reihe, die nennt sich Kultur im Knast. Jetzt bin ich halt ein bisschen nervös, weil ich weiß nicht genau, wie viele Leute da jetzt sitzen. Es werden auf jeden Fall alles Männer sein. Was sind meine Gedanken dazu? Ich bin mal gespannt. Ich kann euch leider nicht mit reinnehmen, das ist nicht erlaubt. Deshalb rede ich jetzt vorher und nach dem Konzert noch ein bisschen in die Kamera und halte meine Gedanken dazu fest. Ich spiele heute ziemlich viel deutsche lustige Sachen, weil ich finde, die Jungs da drin, die können mal ein bisschen Humor vertragen und für eine Stunde wenigstens abschalten und sich nicht unbedingt im Gefängnis fühlen. Genau, das ist der Plan. Ich freue mich. Hallo, hier ist Miss Elli, live aus ihrem Hinterhof. Es sind ein paar Tage vergangen, seitdem ich das gespielt habe und jetzt möchte ich euch gerne ein paar Fragen dazu beantworten. Das Gefühl, im Knast zu sein, war okay. Am Anfang war es ein bisschen doof, weil wir in einem Raum gewartet haben, der keine Fenster hatte. Und dann dachte ich so, wenn das hier überall so aussieht, dann werde ich sicherlich keine schönen Lieder spielen. Wir waren in der Gefängniskapelle und da war es echt schön. Da waren Fenster, es war hell, es war freundlich. Ja. Es waren circa 30 da. Wir hatten einen Betreuer vom Kultur im Knastverein da. Dann hatten wir einen Wärter und zwei Sozialarbeiter und noch eine gute Freundin von mir. Und es waren sogar Gasthörer da. Nein. Ich hatte eher Sorge, dass ich die Jungs mit meinen dreisten Texten ein bisschen auffühle, weil wer weiß schon, was in deren Köpfen vorgeht, in dem Kopf von einem wiederholten Sexualstraftäter. Und dann steht da halt so eine kleine Powerfrau und singt irgendwas Dreistes über Männer. Ich habe mich zu jeder Zeit sicher gefühlt. Die machen schon 10 Jahre lang Veranstaltungen im Knast und da ist noch nie was passiert. Und die Insassen haben aufeinander aufgepasst und sich gegenseitig zur Ordnung gerufen, wenn irgendjemand laut war. Ja, die waren gut drauf, sie haben gelacht. Am Anfang waren sie ein bisschen verstört, weil sie nicht so richtig wussten, was die kleine Frau da auf der Bühne macht. Aber letztendlich haben sie viel mitgesungen und interagiert und reingerufen. Ja, und wir hatten echt eine coole Stunde, so. Ja, als Frau ist das natürlich nicht so ein cooles Gefühl. Ich hatte damit auch erstmal ein paar Probleme, aber letztendlich habe ich einfach den Gedanken weggedrückt und versucht, die Jungs so gut es geht wie ein ganz normales Publikum zu behandeln von mir, also dreist und fürsorglich. Nein, es war nicht alles wie immer. Ich war unglaublich angespannt. Auf eine ganz neue Art und Weise. Da saßen so ganz unterschiedliche Leute vor mir. Einige haben gar kein Deutsch verstanden. Ich musste halt verschiedene Sprachen sprechen. Und vom Charakter her waren die auch alle ziemlich schwer irgendwie einzuschätzen. Also mir ist es sehr schwer gefallen, mich in die Leute halt reinzuversetzen. Ich habe einen auf Johnny Cash gemacht. Ich habe 2 Lieder von ihm gespielt. Und ich muss leider sagen, Johnny, meine deutschen Texte sind besser angekommen als deine englischen. Total aufgewühlt. Ich war nach dem Konzert ziemlich kaputt, ehrlich gesagt, weil es ja für mich eine ganz, ganz neue Situation war. Und ich habe mich noch nie so hautnah mit dem Thema Knast und Sozialtherapie und Sexualstraftäter beschäftigt. Also es hat sehr gearbeitet in mir. Ich finde es wichtig, weil die Jungs da schon ziemlich lange drin sitzen teilweise und sie sind angewiesen auf das, was von außen an sie herangetragen wird, weil im Knast passiert nicht so viel. Die haben halt sehr oft gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Und gerade Musik kann da ja viel machen, also Kultur, Musik, Kunst, irgendwas, was halt die Sinne und die Seele und die Gefühle berührt. Während des Konzerts habe ich auch gemerkt, wie die Jungs halt irgendwie auch sich manchmal einfach so durchströmen haben lassen von der Musik und sich fallen gelassen haben. Und das waren tolle Momente. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann meldet euch gerne bei der Adresse, die jetzt hier irgendwo eingeblendet wird. Falls ihr irgendwie Lust habt, was aufzuführen, was vorzutragen oder euch das einfach mal anzugucken, dann meldet euch beim Kultur im Knast. Ich kann nur sagen, dass es mir echt viel Spaß gemacht hat, dass es eine ganz tolle Erfahrung war und, ne, das ist wahrscheinlich immer die erste Frage, die gestellt wird. Ja, es war total ungefährlich. Hallo!
ist nur